Hallo, ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich habe heute ein Video zu den Lux-Neuerscheinungen für Herbst, Frühjahr 2020, 2021 für euch. Ich bin sehr gespannt darauf, ich bin sehr aufgeregt und ich hoffe, ihr auch. Ganz viel Spaß dabei! Am Montag, wenn ich dieses Video filme, quasi gestern, hat Lux seine neue Vorschau für Herbst 2020, Frühjahr 2021 veröffentlicht. Und auch wenn wir schon für einige Sachen angeteasert wurden, einige Sachen schon angekündigt wurden, bin ich super aufgeregt über all die neuen Bücher, die da auf uns zukommen. Und weil ja Lux mein liebster Lieblingsverlag ist und ich das letztes Jahr im Herbst schon mal gemacht habe, dachte ich mir, tue es einfach nochmal und zeige euch die 10, 11, 12 Bücher, Buchreihen, auf die ich mich am allermeisten freue von dieser neuen Vorschau. Und um es kurz vorher zu sagen, es wird hauptsächlich sich um Genre New Adult drehen, einfach weil Lux in seiner Vorschau inzwischen hauptsächlich New Adult Bücher drin hat. Aber es sind auch, ich glaube, zwei Fantasy, Paranormal Fantasy, New Adult Fantasy Bücher da drin. Und das Ganze ist nach Erscheinungsdatum sortiert. Das Ganze ist aber auch nicht ganz so einfach, denn viele Bücher, die in dieser Vorschau sind, sind tatsächlich auch Folgebände von Büchern, die jetzt gerade frisch erschienen sind oder jetzt im Laufe des Sommers noch erscheinen. Da wird zum Beispiel die In Love-Reihe von Ava Reed fortgesetzt, also hier mit Truly, Madly, Deeply. Ich glaube, Madly und Deeply kommen dann in diesem Zeitraum heraus. Die Forever-Reihe von Kara Atkin wird dann fortgesetzt. Natürlich auch die Dream oder Dream Next Reihe, also hier mit When We Dream von Anna Petzold, wird fortgesetzt und einiges anderes. In diesem Video will ich aber nur ein paar Fortsetzungen erwähnen von Büchern, von Reihen, wo ich schon zumindest ein Buch gelesen habe und ich weiß, okay, die will ich auf jeden Fall fortsetzen. Die anderen Bücher, die jetzt noch nicht erschienen sind oder so, da will ich jetzt mal nicht so genau drauf eingehen. Da erfahrt ihr auf jeden Fall mehr im letzten Lux Neuerscheinungen Video und ich verlinke euch natürlich auch die Vorschau, die digitale Vorschau unten in der Infobox. Da könnt ihr dann selber mal durchblättern und schauen, was ihr so für euch als beliebte Neuerscheinung entdeckt und welche Bücher unbedingt bei euch auf die Wunschliste wandern sollen. Aber in diesem Video soll es jetzt um die Bücher gehen, auf die ich mich besonders freue, weil ich einfach weiß, die Autorin gefällt mir super. Die Reihe klingt einfach mega cool, es ist eine neue Reihe, die anfängt oder es sind Fortsetzungen, auf die ich schon mega gespannt bin. Und nachdem ich jetzt genug Vorgeplänkel zum Anfang hatte, fangen wir auch einfach gleich mal an mit der allerersten Reihe, die am 30. Oktober erscheint. Also die neue Vorschau erstreckt sich auch von Oktober 2020 bis März, April 2021, damit ihr so einen groben Zeitraum habt. Und die erste Reihe erscheint, wie gesagt, am 30. Oktober und das ist die University of British Columbia Reihe mit dem allerersten Band What If We Drowned von Sarah Sprintz. Der Nachname ist ein bisschen ungewohnt, der Vorname ist nicht so, aber der Nachname. Und wie gesagt, dieses wunderschöne Cover, diese Reihe ist auch schon eine Reihe, für die ich leicht angeteasert wurde. Und witzigerweise habe ich die Autorin auf Instagram dadurch für mich entdeckt, dass sie die Ankündigung hatte, dass eine neue Reihe bei Lux für ihr erscheint. Und das ganz Besondere an dieser Reihe ist, sie spielt in Kanada. Es wird also eine New Adults Reihe sein, eine University College Romance Reihe mit unterschiedlichen Pärchen in jedem einzelnen Band, die an der University of British Columbia spielt und die genau die ist in Kanada. Und dass mir das nicht schon reicht, um mich zumindest mega zu hypen oder überhaupt irgendwen, dann auf jeden Fall die Prämisse des ersten Bandes. Denn wir folgen in What If We Drown der jungen Laurie, die an die University of British Columbia kommt, um ihr Medizinstudium zu beginnen und nichts sich sehnlicher wünscht als einen Neuanfang nach dem tragischen Tod ihres Bruders. Und es ist eigentlich eine komplett neue Welt für sie, in die sie eintaucht. Viel zu tun natürlich, ein Medizinstudium ist wirklich stressig, aber trotzdem lernt sie den Jungmediziner Sam kennen und kommt ihm näher. Es entwickelt sich etwas zwischen den beiden. Doch was ist, wenn Sam vielleicht mehr mit dem Tod ihres Bruders zu tun hat, als sie jemals erwartet hätte? Könnte sie ihm das verzeihen und was hat es damit auf sich? Und das klingt nach so viel Drama und Herzschmerz, aber auch irgendwie nach so einer schönen New Adult-Geschichte. Das hat mich allein schon dazu gebracht, dass diese Reihe ganz, ganz oben auf der Wunschliste steht und auch ziemlich sicher vorbestellt wird. Also,
Das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Vor allen Dingen auch, es ist wieder eine deutsche Autorin, eine junge Autorin, die selber auch Medizin studiert, die also auch weiß, wovon sie schreibt und die schon lange auch ein Lux-Fan ist. Und wenn das nicht der Traum ist, dann weiß ich auch nicht, was ist. Das nächste Buch erscheint ebenfalls am 30. Oktober und ist einer der wenigen Folgebände, die ich erwähnen will. Und zwar ist das Care von Helena Hunting. Das ist der 5. Band der Mills Brothers Serie, glaube ich, heißt es. Der erste ist Stay und dann gibt es noch ein paar andere, aber ich weiß, Stay habe ich auf jeden Fall im Regal stehen, habe ich auch gelesen und fand ich ziemlich, ziemlich gut. Helena Hunting hat ja einen sehr süßen, lustigen, manchmal so ein bisschen albernen Schreibstil, aber doch auch sehr herzerwärmend und einfach schön, macht einem gute Laune und ich denke mal, das wird bei Care auch wieder der Fall sein, denn hier folgen wir Lincoln Moorhead. Ja, ich muss mal unten gucken, da sind die ganzen Infos. Moorhead und er kommt nach dem Tod seines Vaters zurück nach New York, um das Familienunternehmen zu übernehmen und zu leiten und muss dafür seinen sehr unsteten Lebenswandel aufgeben, also ganzen Frauengeschichten, Partys und so weiter und so fort. Und damit das auch wirklich passiert, wird ihm, ich glaube von seiner Mutter, auch so eine Anstandsdame an die Seite gestellt, was das Ganze natürlich etwas kompliziert macht, denn die junge, attraktive Gwen Sterling ist ziemlich streng und achtet sehr darauf, dass er das auch sich an die guten Regeln hält, ist aber gleichzeitig auch ziemlich sexy und führt Lincoln ziemlich in Versuchung. Und wenn das nicht nach einer absolut witzigen und unterhaltsamen Prämisse klingt, dann ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, Helena Hunting ist einfach so ein gute Laune Garant, was ihre Bücher angeht. Und ich denke mal, dass Care das ebenfalls sein wird. Und deswegen steht es hier auf meiner Liste. Dann kommt der Auftakt einer Reihe, der am 27. November erscheint. Und über die ich mich ganz besonders freue, denn die Autorin ist eine ganz, ganz tolle, liebe Person, der ich schon lange auf Instagram folge und die ich tatsächlich auch schon ein paar Mal persönlich getroffen habe, aufgrund der Verwicklungen, in die wir verstrickt sind. Und wer ihr auch folgt, wird das sicher schon gehört haben, aber ich spreche von Breakaway von Annabelle Steel, ehemals Steelblüten auf Instagram. Inzwischen heißt sie auch Annabelle Steel, aber ist immer noch auf YouTube und auf ihrem Blog unter dem Namen Steelblüten unterwegs. Und es ist so, so toll, dass sie ja jetzt auch endlich ihr Buch herausbringt. Sie hat uns ja auf Instagram auf dieser Reise zur Entstehung dieses Buches schon ein bisschen mitgenommen und es war, glaube ich, für sie nicht einfach, denn sie hat wirklich unglaublich viel auf der Platte und ich frage mich jedes Mal, wie sie das alles schafft, das unter den Hut zu bringen und dann auch noch ein Buch schreiben. Beziehungsweise inzwischen ja arbeitet sie an der ganzen Buchreihe, denn die Away-Reihe, von der dieses der erste Band ist, wird auch eine Neo-Adult-Trilogie sein, die in Berlin spielt. Auch mal komplett ungewöhnlich, komplett was anderes, aber super interessant. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Annabelle einfach super toll schreibt und da sich eine ganz tolle Geschichte für uns ausgedacht hat. Und hier in diesem ersten Band, Breakaway, geht es um Lia, deren Leben durch eine einzige Nacht komplett verändert wird, auf den Kopf gestellt wird. Irgendwas ist passiert, was wir noch nicht erfahren, was aber ihr ganzes Leben umdreht. Und nicht nur das Getuschel ihrer Mitschüler macht sie ziemlich fertig, sondern auch, dass alle ihre Freunde sich von ihr abwenden und sie komplett anders sehen. Und um diesen ganzen Vorurteilen, diesem ganzen ja, Getuschel, den Gerüchten, was auch immer, zu entkommen, beschließt sie, ihre Sachen zu packen, ihre Universität, ihre oder Stadt, auf wo auch immer sie ist, zu verlassen und nach Berlin zu gehen, um dort neu anzufangen in der Anonymität der Großstadt. Und das tut sie auch. Alles läuft ganz gut und dann trifft sie auf Noah und zum ersten Mal fühlt sie sich wieder wohl und verstanden, aber muss ja trotzdem noch einiges verarbeiten und zwischen den beiden entwickelt sich was und beide müssen, glaube ich, auch mit ihren Gefühlen und mit ihrer Vergangenheit klarkommen. Und ich freue mich einfach. Also ich muss eigentlich nur wissen, dass es von Annabelle ist, dass es ein New Adult Buch ist, dass es in Berlin spielt und dieses wunderschöne Cover. Also viel mehr brauchte ich einfach gar nicht zu wissen, um dieses Buch haben zu wollen. Und auch das wird auf jeden Fall ein Buch sein, das ich mir definitiv vorbestelle, um Annabelle zu unterstützen, aber auch, weil es so toll klingt. Die nächsten beiden Bücher erscheinen am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Die perfekten Weihnachtsgeschenke, die man sich wünschen kann. Und zumindest das Buch, das erste, was ich euch unbedingt vorstellen will, ist auch ein Buch, was ich euch sehr ans Herz legen kann, denn ich habe es auf Englisch im Original schon gelesen, werde mir aber die deutsche Ausgabe auf jeden Fall auch holen, denn ich bin so gespannt darauf, das nochmal zu lesen und ich liebe es einfach. Es ist jetzt auch jedenfalls schon ein Jahreshighlight und das kann es für euch auch werden. Und zwar rede ich von All Saints High, der Verlorene von L.J. Shen, der dritte und potenziell erstmal letzte Band der All Saints High-Reihe von L.J. Shen. Und die All Saints High-Reihe ist ja eine Spin-Off-Reihe zur Sinners of Saint-Reihe von ihr, also mit Vicious Love und Twisted Love und so weiter und so fort. Und in speziell diesem Band folgen wir dem Sohn
von Vicious und Emilia aus Vicious Love. Und zwar Vaughn Spencer. Und Vaughn ist tatsächlich nicht der einfachste Charakter. Sagen wir mal, er ist tatsächlich auch so ein bisschen der Verlorene. Ein ziemliches Arschloch wie sein Vater, aber er hat schon seine Qualitäten, die es verständlicher machen. Und wie gesagt, ich habe dieses Buch im Februar gelesen, als es auf Englisch rausgekommen ist. Und ich bin da innerhalb von einer Nacht durchgeflogen und es hat mich einfach zerstört. Auf die bestmögliche Weise. Also ich meine, man sollte schon mit Vorsicht da reingehen, aber es lohnt sich immer, meiner Meinung nach. Und besonders bei Vaughn und Lenora ist das einfach eine Geschichte, die mich tief berührt hat, die mich absolut mitgerissen hat und mich, wie gesagt, auch komplett fertig gemacht hat. Und ja, wie gesagt, es geht um Vaughn und Lenora, Lenora aus Talis. Die Beziehung der beiden wird im zweiten Band schon so ein bisschen angedeutet, denn die beiden können sich absolut nicht leiden. In diesem Band erfährt man dann aber noch, dass sie auch so ein bisschen eine Vorgeschichte haben, sich also schon früher mal kennengelernt haben und Lenora hat ein Geheimnis von Vaughn entdeckt, vor dem er immer Angst hat, dass sie es ausplaudert. Und deswegen quält er sie und macht sie ziemlich fertig, was sie sich zuerst ziemlich gefallen lässt und auch deswegen relativ viel Angst davor hat, aber dann irgendwann beschließt, als sie zurück an die Highschool muss, wo er ist, dass sie sich nicht länger unterkriegen lassen will, dass sie zurückschlagen will und dass sie ja, sich ihn einfach nicht an sich herankommen lassen will. Und so beginnt ein gewisses Spiel aus Hass und aber auch Anziehung zwischen den beiden, das sich immer weiter hochschaukelt und wo dann irgendwann auch tiefe Gefühle dazu kommen, die aber durch das Geheimnis aus Vaughns Vergangenheit ja, zerstört werden könnten. Und vielleicht habe ich eigentlich damit schon zu viel verraten, aber wie gesagt, lasst euch gesagt sein, es ist ein Buch, wenn ihr das abkönnt, auch diese tieferen Thematiken, dass man sich das unbedingt anschauen sollte. Selbst wenn man die anderen Bücher der Auslandshandel jetzt nicht so gerne mochte, aber das ist ein Buch, das ist einfach der absolute Hammer. Das zweite Buch, was am 21. Dezember erscheint, ist da so ein bisschen Kontrastprogramm. Und zwar erscheint dann endlich der vierte Band der Idol-Reihe. Und zwar Idol, gib mir alles von dir. Und in diesem Band geht es jetzt um, ich muss es nachschauen, Rye Patterson, den Bassisten der Band und die PR-Managerin Brenna James. Da wird sich wahrscheinlich in den vorigen Bänden auch schon etwas angedeutet haben, wenn die beiden so viel miteinander zu tun haben. Aber in diesem Band, ja, können sie sich wahrscheinlich den Gefühlen, den Blicken, der Spannung zwischen ihnen nicht länger wehren und müssen dem nachgeben. Aber beide sind wahrscheinlich auch sehr skeptisch, da sie schon nicht so die besten Erfahrungen gemacht haben und müssen erst lernen, einander und ihrer Liebe zu vertrauen. Das ist auch eine kleine Ausnahme des Buchs, denn tatsächlich habe ich den ersten Band, beziehungsweise die ersten drei Bände der Reihe noch nicht gelesen. Habe das aber mit aufgenommen, weil ich Band 2 und 3 definitiv schon besitze und ich genau weiß, ich liebe Kristen Callahans Schreibstil und ich liebe ihre Art, Geschichten zu erzählen. Ich habe die Reihe bis jetzt einfach nur nicht gelesen, weil ich an diesen ersten Band einfach nicht rankomme. Und ich will die Reihe nicht lesen, bevor ich nicht den ersten Band, also ich will die Reihe in der richtigen Reihenfolge lesen. Und dafür brauche ich erst den ersten Band. Und das ist immer noch ein bisschen schwierig. Aber darum kümmere ich mich noch, bevor dieses Buch erscheint, hoffentlich. Und vielleicht sollte man hier auch noch mal kurz andeuten, wenn wir schon bei Kristen Callahan sind, dass auch die Game-On-Reihe von ihr neu aufgelegt wird. Da erscheint der erste, glaube ich, schon im Juni, jetzt als Paperback-Ausgabe, als etwas größeres Paperback. Ist aber der gleiche Inhalt wie in den Taschenbüchern. Es kann aber sein, da muss ich bei Lux mal nachfragen, da habe ich ja auch unbedingt noch vor, das zu tun, ob sie diese Reihe neu auflegen, weil Kristen Callahan jetzt an einem fünften Band der Game-On-Reihe schreibt und der dann vielleicht potenziell auch übersetzt wird. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, aber das vielleicht mal als Info für euch. Auf Goodreads ist der fünfte Band der Game-On-Reihe auf jeden Fall schon in Arbeit. Er ist noch nicht erschienen, aber zumindest schon mal vorgemerkt. Und ich hoffe einfach mal, dass Lux das dann auch übernimmt und die Reihe neu auflegt, um dann den fünften Band auch mit zu veröffentlichen. Damit sind wir mit den Büchern in 2020 eigentlich auch schon durch und kommen in Frühjahr, Januar 2021. Und zwar erscheinen am 29. auch zwei sehr interessante Bücher. Ein Must-Have, zu dem wir gleich kommen. Und dann Dare to Trust von April Dawson, der Start ihrer neuen Reihe bei Lux. Also wird auch wieder eine Trilogie von Companion-Büchern im New Adult-Bereich. Ich muss unbedingt noch ihre Up All Night-Reihe lesen, da bin ich noch nicht ganz zu gekommen, aber die interessiert mich auch schon sehr. Und diese Reihe, also speziell Dare to Trust, der erste Band, interessiert mich sogar noch ein bisschen mehr, als diese Reihe schon erschienen ist, denn die Prämisse klingt einfach herrlich, witzig, unterhaltsam und einfach toll. Denn wir folgen hier Hayden Millard,
Hayden Ballard. Und er ist ein CEO, Geschäftsführer einer Firma in New York und regiert die auch mit eiserner Hand, hat er alles im Griff. Nur bringt seine neue Assistentin Tori sein Leben ziemlich durcheinander, denn sie erkennt ihn nicht. Aber er weiß sehr, sehr wohl, wer sie ist, denn die beiden haben eine gemeinsame Geschichte. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie ihn als Kind in der Schule etwas verspottet, gequält, gemobbt oder zumindest ignoriert. Irgendwie in dem Dreh. Und jetzt ist es an ihm, es ihr heimzuzahlen. Aber das ist für ihn, fällt ihm gar nicht so leicht, denn Tori beginnt in ihm Gefühle zu wecken, die er eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Schon gar nicht in Bezug auf seine alte Erzfeindin. Ach, ja, so ein bisschen eine Revenge-Love-Story oder auch eine alte, verflossene Liebesstory, da steckt bestimmt noch ganz viel mehr dahinter. Klingt einfach super und spannend und wieder total unterhaltsam. Und ich kann mir vorstellen, es werden auch einige kuriose Szenen darin vorkommen. Ich bin gespannt und freue mich sehr darauf, dieses Buch zu lesen und überlege auch gerade, ob ich mir das nicht auch vorbestellen soll. Und Trommel bitte, das zweite Buch, was am 29. Januar erscheint, ist auch so mit einer meiner jetzt schon meist erwarteten Neuerscheinungen für dieser ganzen Vorschau und dann eigentlich auch schon für nächstes Jahr. Denn das neue Buch von Annie Singh erscheint dann endlich. Ist noch eine ganze Weile hin und ich wünsche mir auch, es würde viel früher erscheinen, aber ist wie es ist. Und das ist Band 4, glaube ich, der Age of Trinity-Reihe, Der Ruf der Nacht von Annie Singh. Ich glaube, Band 4 der Age of Trinity-Reihe, dieser Spin-off-Reihe zur Psy-Changeling-Reihe. Und hier in diesem Buch kehren wir zurück nach Russland, nach Moskau, das wir ja schon im ersten Band der Age of Trinity kennengelernt haben, mit Silva und dem Bärenrudel. Und eine besondere Person, die wir dort auch schon kennengelernt haben, war Selenka, die Anführerin des dort ansässigen Wolfsrudels, die über Moskau herrscht. Und sie ist eine knallharte Beschützerin, knallharte Anführerin, die eigentlich ihr Rudel und ihre Stadt vor allen möglichen Bedrohungen beschützen und bewahren will. Da kommt es ihr sehr ungelegen, dass die Weltgemeinschaft und die Emparten beschlossen haben, ihr Symposium ausgerechnet in Russland, in Moskau abzuhalten. Denn das ist doch schon ein sicherheitstechnischer Albtraum. Denn es gibt doch so einige Mächte, die dieses Symposium stören wollen, den Frieden stören wollen und Chaos stiften wollen. Deswegen liegt es an Selenka, diese Emparten zu beschützen. Und auch die Emparten bringen ihre eigenen Sicherheitsleute mit, die Pfeilgarde, die wir auch schon im Laufe der ganzen Psy-Changeling-Reihe kennengelernt haben und die ja in den letzten Bänden auch besonders an Bedeutung gewonnen haben als Beschützer der Emparten. Und unter ihnen ist auch Ethan Knight, Pfeilgardist mit einer dunklen Vergangenheit und einem dunklen Geheimnis, bei dem Selenka sofort erkennt, dass er ihr vorher bestimmte Lebensgefährte, ihr Gefährte ist. Nur Ethan verbirgt tatsächlich neben seiner dunklen Vergangenheit auch ein dunkles Geheimnis, das Moskau, die Welt, die Emparten und die natürliche Ordnung bedrohen könnte. Und wie gesagt, das ist immer noch ein bisschen vage, aber das ist bei diesen Büchern so und viel mehr muss ich gar nicht wissen, außer dass es der nächste Band in der Psy-Changeling-Reihe ist und ich liebe sie einfach und ich muss einfach wissen, wie es weitergeht. Und es ist noch so lange hin. Januar ist so, so weit weg. Aber gut. Das Warten wird sich lohnen, ich weiß es jetzt schon ganz genau und freue mich super auf Der Ruf der Nacht. Es kommen einfach so viele tolle Bücher raus und da ist das nächste Buch auch keine Ausnahme. Und zwar ist das die Midnight Chronicles Blutmagie von Laura Kneidl und Bianca Josivoni. Der zweite Teil der Midnight Chronicles. Die Midnight Chronicles sind ja diese Buchreihe, die Bianca Josivoni und Laura Kneidl zusammenschreiben. Und da wird der erste, dritte und fünfte Band von Bianca geschrieben und der zweite, vierte und sechste von Laura. Und der erste kommt ja jetzt dieses Jahr im Herbst, ich glaube im August oder September heraus. Irgendwie in dem Dreh. Und ich bin schon super gespannt und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten und ich will diese Bücher unbedingt in der Hand halten, denn es sind New Adult Fantasy Bücher, die in unserer Welt spielen und hauptsächlich in Edinburgh, was für mich einfach so Buzzwords sind, die mir sagen, ich muss es unbedingt haben. Und in der ganzen Reihe folgen wir sieben, acht jungen Huntern und Huntresses, die Dämonen und dunkle Kreaturen jagen und vernichten und den Kampf gegen das Böse aufnehmen und dabei nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz aufs Spiel setzen, wie es so schön in der Oberbeschreibung der Reihe heißt. Und speziell in diesem Band folgen wir der jungen Kane und Warden. Und Kane ist eine Bloodhuntress, die Vampire jagt, vor allen Dingen in den Straßen Edinburghs, um die Stadt sicher zu machen und sich an alle Regeln und Gesetze der Hunter hält.
Und ist damit quasi das komplette Gegenteil von Warden, der sehr dunkel und verschlossen ist und scheinbar nur ein Ziel hat, und zwar Rache für den Tod seines Vaters. Aber gerade zu dieser Zeit mehren sich die Vampirangriffe in Edinburgh und die beiden müssen sich zusammenschließen, um die Stadt und die Menschen dort zu beschützen. Und je mehr Zeit sie zusammen verbringen, desto näher kommen sie sich. Aber ob das so gut ist, es wird sich zeigen. Wie gesagt, super bestand. Ich muss gar nicht so viel darüber wissen, außer dass es halt von Bianca und Laura zusammengeschrieben wird und dass es ziemlich episch wird und dass es voll lange dauert, bis wir die komplette Reihe haben, aber sich das Warten sicherlich auch absolut lohnen wird. Und diese Cover sind so toll. Obwohl ich tatsächlich die Cover der späteren Bände sogar noch schöner finde, aber wenn die erstmal neben einem Regal stehen. Ich träume jetzt schon davon. Ja, aber auf jeden Fall auch können wir uns dann im Februar nächstes Jahr, am 24. Februar, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, bis dieses Buch dann erscheint, auf Band 2 der Midnight Chronicles freuen. Und ich bin hooked. Und falls ihr es noch nicht wusstet, das sind, also Band 2, 4 und 6 dieser Reihe, sind die Bücher von Laura Kneidel, die eigentlich bei Lux hätten neu aufgelegt werden sollen. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Morgen, ich glaube, die Schatten-Dunkel-Reihe oder sowas. Darauf basieren sie, deswegen kommen einem vielleicht die Namen der Charaktere auch schon bekannt, wenn die diese Reihe gelesen hat. Aber Laura Kneidel schreibt die Bücher nochmal komplett neu und behält quasi nur die Charaktere und einen Teil der Grundprämisse. Also, wenn ihr da die andere Reihe von ihr schon mal gelesen habt, könnt ihr trotzdem diese Bände angucken, denn das wird, glaube ich, nochmal eine komplett andere Geschichte werden, besonders auch da sie ja in einen großen übergreifenden Plot der Midnight Chronicles hineinspielen. Und ich bin mir sicher, das Video wird schon wieder ewig lang und ich labe auch schon wieder ewig, aber ich liebe es einfach über Bücher, auf die ich mich besonders freue zu reden. Und es sind einfach Bücher, die einfach so toll und toll und super toll klingen. Ich habe gerade echt oft toll gesagt, aber ihr versteht, was ich meine. Und es sind auch die Bücher, auf die ich am meisten gespannt bin. Ich habe aber noch zwei Honorable Mentions, die ich gerne erwähnen würde, die tatsächlich dann erst im März erscheinen, also relativ zum Ende dieses Programms. Und die jetzt auch nicht ganz oben auf meiner Liste stehen, aber die durchaus mein Interesse geweckt haben. Und das erste Buch erscheint am 26. März und ist The Story of a Love Song von Penelope Ward und V. Kieland. Da ist ja jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ihr wisst sicherlich, welche ich meine, Rebel Heart und Rebel Soul, das sind die Bücher. Und das ist wieder eine Rockstar-Romance. Und zwar geht es hier um Griffin und Luca. Und die beiden waren lange Zeit Brieffreunde, bis nach einem schrecklichen Ereignis der Kontakt zwischen ihnen abbricht. Und Jahre später schreibt Griffin Luca aber wieder Briefe oder fängt wieder an, Briefe zu schreiben. Und Luca ist natürlich unglaublich glücklich darüber, denn sie hat Griffin wirklich vermisst in ihrem Leben und den Kontakt zu ihm und will ihn jetzt auch endlich treffen, um zu wissen, wer hinter diesen Briefen steckt und ob sich da vielleicht auch mehr zwischen ihnen entwickeln könnte. Was sie nicht weiß, denn Luca ist ein Mädchen oder eine Frau. Könnte ja an dem Namen auch ein bisschen irreführend sein. Was sie nicht weiß, Griffin ist Mitglied einer der größten Rockbands der USA. Und wenn das nicht zu einem Problem werden könnte, dann vielleicht der Fakt, dass Luca eigentlich absolut menschenscheu ist und vielleicht sogar Angst vor großen Menschenmassen hat, was ja bei einer Beziehung mit einem Rockstar nicht unbedingt gut ist oder günstig. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Prämisse und ich bin erstmal gespannt, mein erstes Buch von den beiden Autorinnen zu lesen und zu gucken, wie mir das gefällt, wie mir ihr Schreibstil gefällt. Aber von der Prämisse her ist diese Geschichte auf jeden Fall auch schon mal sehr interessant und sehr packend und könnte auch wieder grandios werden, denn wie gesagt, ich liebe Rockstar-Romances und auch mit dieser etwas anderen Protagonistin und dieser anderen, etwas anderem Start zu einer Beziehung klingt schon interessant und ich bin auf jeden Fall intrigued. Und das letzte Buch dieser meiner ganz persönlichen Most Anticipated Liste von Lux ist Back to You von Morgane Moncomble. Ich glaube, es ist richtig ausgesprochen. Ich hatte zumindest mal 7 Jahre Französisch, aber ja, kann man eigentlich auch vergessen. Und das ist das neueste Buch der Autorin, das dann am 27. März ebenfalls erscheint. Und hier geht es um Aaron und Fleur. Und die beiden sind eigentlich die besten Freunde, seit sie 5 Jahre alt sind und haben sich auch versprochen, sich eigentlich ewig zu lieben und ewig füreinander da zu sein, obwohl sie so unterschiedlich sind. Doch dann kommt ihnen das Leben dazwischen und sie verlieren sich aus den Augen und wir begegnen ihnen oder folgen ihnen dann 16 Jahre später wieder, während Fleur eine sehr erfolglose Schriftstellerin ist und Aaron ein erfolgreicher Videospielentwickler, Videospieldesigner, irgendwie so in dem Dreh. Die beiden treffen wieder aufeinander und Fleur fühlt sich sofort wieder zu Aaron hingezogen und würde super gerne sie wieder ihre Freundschaft aufleben lassen, aber
Aaron hat sich doch sehr verändert und scheint sich gar nicht an die Versprechen zu erinnern, die sie sich als Kinder gegeben haben. Und was es dann damit auf sich hat, was mit Aaron passiert ist, aber auch mit Fleur, wie sie sich entwickelt haben und ob sie es schaffen, wieder zueinander zu finden, darum geht es in diesem Buch. Und die erste Reihe von Margaine Moncombe, die erschienen ist, hat mich jetzt nicht so gereizt, zumindest nicht der erste Band. Hat man auch so ein bisschen gemischte Sachen von gehört. Aber besonders dieses Buch klingt sehr interessant, denn auch so dieses sich wiedertreffen, quasi Second Chance, Romance, die zweite Chance auf eine große Liebe, klingt sehr spannend und auch, dass sie Schriftstellerin ist und er Videospieldesigner ist doch mal was anderes und besonders in diesem Fandom-Bereich ja doch irgendwie interessant und macht Lust auf mehr, finde ich. Ich muss aber auf jeden Fall noch das andere Buch lesen, was jetzt im September von Morgana Moncombe erscheint. Das interessiert mich auch ziemlich stark. Und dann werde ich auf jeden Fall entscheiden, wie mir der Schreibstil gefällt und ob ich da Lust drauf habe, mir dieses Buch zu holen. Und wenn mir das so ist, dann werde ich mir auf jeden Fall holen, denn es ist ein wunderschönes Buch. Und auch die Geschichte klingt nach sehr bewegenden und tiefgreifenden Gefühlen und vielleicht auch nach einer spannenden zweiten Chance für die Liebe. Ja, das sind ich glaube, es sind sogar 10, also meine Top 10 Most Anticipated, meist erwarteten Neuerscheinungen aus dem neuen Lux-Programm für Herbst, Winter 2020, 2021. Und ich kann es gar nicht erwarten, diese Bücher in den Händen zu halten. Was ein bisschen Ironie ist, weil ich die vom Sommer noch gar nicht in den Händen halte teilweise. Aber da werde ich auf jeden Fall nächste Woche dran arbeiten. Ja. Verratet mir gerne in den Kommentaren, auf welche Bücher ihr euch freut, auch welche, die ich hier erwähnt habe oder andere Bücher, die in der Vorschau vorkommen. Es gibt ja auch auf jeden Fall noch ganz viel für Brittany C. Cherry-Fans und ich weiß, Amy Harmon bringt, oder von Amy Harmon wird eine neue Reihe komplett aufgelegt, die jetzt aber nicht so ganz mein Stil sind und ich bin auch noch sehr skeptisch, ob das was für mich wäre. Deswegen habe ich sie jetzt in diesem Video nicht aufgenommen, aber ich weiß, auch diese beiden Autoren haben eine große Fangemeinde. Deswegen schaut euch auf jeden Fall mal den Link an und blättert durch die Vorschau. Die ist auch wieder wunderschön aufgemacht. Und verratet mir dann, wie gesagt, auf welche Bücher aus dem Lux Verlag ihr euch im nächsten Verlagszeitraum am meisten freut. Bis dahin wieder vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!